Hallo Stefan, hier ist Claudia. Ich wollte fragen, wann du heute Abend vorbeikommst. Es ist ja auch schon gleich. Haben wir eigentlich eine Uhrzeit abgesprochen? Ach super, jetzt gleich. Ja gut, ich muss nur ganz kurz noch was vorbereiten. Bis dann. Wie war's? Habe ich das richtig gehört? Onkel Stefan kommt hierher? Das kann eigentlich nur eins heißen. Wir bekommen wieder was Neues. Das muss ich unbedingt Hanna und Julian erzählen. Was ist es wohl? Das verstehe ich nicht. Warum denn? Warum denn? Nein, nein, nein. Oh, da ist mir schon wieder runtergefallen. Julian, leg sofort dein Tablet weg. Wir müssen uns dringend besprechen. Hä, was besprechen? Das klingt ernst. Also ist auch besser. Bei Minecraft läuft's gar nicht. Was gibt's? Wir holen am besten noch Hanna dazu. Hanna! Hanna! Was ist denn los, Emma? Warum schreist du so rum? Ich höre dich doch. Es gibt eine Besprechung. Komm. Eieiei, das klingt echt ernst. Also so Besprechungen werden selten abgehalten. Ich gehe mal lieber dahinterher. Also, ich habe gerade was mitgehört bei dem Telefonat von Mama. Und zwar kommt Onkel Stefan gleich vorbei. Und das heißt eigentlich nur eins. Und das heißt, wir kriegen was Neues. Was hat er noch gesagt? Ja, keine Ahnung, nichts. Wir müssen unbedingt herausfinden, was es ist. Was wird er wohl bauen? Vielleicht können wir auch sagen, was er bauen soll, aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir können ihm nicht sagen, was er bauen soll, weil Mama hat ihn ja hergeholt. Wahrscheinlich hat die sich irgendwas ausgedacht. Ich denke, jetzt habe ich alles für unseren Besuch vorbereitet. Ja, ich glaube, das sollte reichen. Kinder, kann mir mal einer erklären, was hier. Julia, was machst du denn? Hanna, was wollt ihr im Bad bitte? Könnt ihr euch bitte. Das ist doch gar kein. Was macht ihr im Badezimmer? Papa, was ist das denn für eine Frage? Was macht man in Ja, der Badewanne? Baden. und ich bin auf Toilette. Das sehe ich. Könnt ihr bitte nicht draußen spielen? Also bitte nicht hier im Badezimmer. Das ist doch totaler Quatsch. Oh Mann, er hat doch unsere Besprechung gestört, aber das Kann wird ja auch nicht gar kein sein! sein. Also, wir Mann! müssen weitermachen. Martin, kommst du dann? Unser Besuch ist gleich da. Oh ja, ist ja gut. Kann man nicht mal in Ruhe auf Klo hier? Ich komme gleich. Aber wir haben nicht mehr lange Ja, Zeit. komm gleich, wir Was sollen wir müssen. ihm sagen? Was Ja, auch er bauen wir brauchen soll? Ideen. Ach, da ist er auch schon. Hallo Claudia, ja, danke für die Einladung. Genau, danke. Kein Problem, ihr beiden. Also, Stefan, dich übersieht man in der Dunkelheit auch nicht, du mit deiner Warnweste. Na, wo steckt denn Martin, mein altes Haus? Martin! Claudia, die sind übrigens für dich, die habe ich dir extra mitgebracht. Bitteschön. Jetzt fängt er auch noch an. Stefan, ich komme, ja! Also, ihr könnt gerne zugreifen. Ich habe einiges hier vorbereitet. Bedient euch ruhig. Dann wollen wir mal auf den Abend anstoßen. Prost! Na, wer bin ich? Och, Martin, jemand mit total nassen Händen. Das ist richtig, ich war gerade auf Klo und naja, ich habe nicht abgetrocknet. Also, ich freue mich so sehr auf die Party von Harry. Oh, Martin, du bist total der Klops. Wie bitte? Party von Harry? Kinder, was habt ihr denn hier? Was ist das denn von Bauplan? Da haben wir uns was überlegt, das ist so ein Tunnelsystem. Also, Ja. das kannst du unter unsere Zimmer bauen, dann können wir mal durch die Tunnel. Ja, wie so ein Lüftungsschacht. Kinder, tut mir leid, aber ich bin heute nicht hier, um was zu bauen. Wir wollen gleich alle zusammen los zu der Party von Harry. Oh, Party, da bin ich dabei. Cool, da sind wir dabei. Ja, da komme ich mit. Kinder, das geht nicht. Das ist nur was für Erwachsene. Ihr bleibt zu Hause. Ihr habt's gehört, Kinder. Tut mir leid. Ach nö, und ich muss dann auf die beiden aufpassen. Ihr habt mich gar nicht gefragt. Vielleicht habe ich ja was anderes vor. Hausaufgaben oder so. Nein, nein, alles gut. Wir haben Babysitter besorgt. Also es ist ja auch schon relativ spät mittlerweile. Oh, sag mir nicht wieder irgend so eine Verrückte von der Babysitter-Agentur. Tu uns das nicht an. Diesmal nicht, aber verrückt kommt vielleicht hin. Oh, ich glaube, es hat geklingelt. Ja, darf ich präsentieren? Der Verrückte. Hallöchen, hier ist der Opa, der Partycrasher. Also, ob das so eine gute Idee war, Opa jetzt zu holen? Ich weiß nicht, er hat noch nie so spät abends auf die Kinder aufgepasst. Opa, endlich! Opa, Oh, Hallöchen, meine Lieben, Hallöchen. Du Stefan, sollten wir nicht vielleicht auch hier bleiben? Der Opa scheint wirklich eine richtige Spaßkanone zu sein. Also, ich habe von dem Opa auch nur Gutes gehört, aber wir können ja Harry nicht enttäuschen. Alles klar, der Opa hat hier die Lage im Griff. Ihr könnt gerne jetzt gehen. Ja, genau, wir machen mit Opa unsere eigene Party und Meine da ist kleine die Emma. Tür. Tschüss. Alles klar, Startschuss. Dann wollen wir mal ab zu Harry. Ja, tschüssi. Oh, jetzt haben wir den Martin aus seinem eigenen Haus geworfen. Ha, davon habe ich immer geträumt. Du Opa, was machen wir heute Schönes mit dir? Also ich finde die Idee von Emma gar nicht so schlecht. Wie wär's denn hier mit so einer Gegenparty, hä? Ja, Ja, Party! Alle Kimmel mit mir mit! Alles klar, dann einmal die Telefonnummern her. Also, Julius soll kommen und dann auch und Sarah Marie, und aus der Lea Kita, und ja, Sieg, ja, und und Ines. vielleicht Oh, tolle Deko, die wir hier gemacht haben. Und noch schaut euch Philipp. diese Soundanlage an, so viel Bass. Jetzt geht's los mit der Party. Na dann, ich würde sagen, ab geht die Party, aber wo sind denn die Leute? Kommen die jetzt auch bald? Also bitte, stehst du auf der Gästeliste? Also mit diesem Outfit kommst du definitiv nicht rein. Was? Also, ich wurde doch eingeladen von Emma und ich habe eigentlich immer dieses Blümchen-Oberteil an. Ja, ich bin so ein Witzbold. Natürlich, viel Spaß auf der Party, Kleine. Opa! Opa! Es sind jetzt alle Leute da! Musik Hey, an! wo ist die Musik? Na, dann machen wir mal die Bass Machine hier an, 5000! Yeah! Hey!
So, und der Opa ist an der Bar. Wer möchte Orangensaft oder Apfelsaft? Wenn es sein muss, auch Kakao. Aber das war's dann auch. Hey Julian, also das ist ja eine richtig coole Party. Gibt's irgendeinen Anlass? Hast du Geburtstag oder so? Nein. Du Emma, dein Opa wollte mich erst gar nicht auf die Party lassen wegen meinem Oberteil. Nicht? Ach so, das war bestimmt ein Witz. Witze macht er öfter. Okay, Leute, macht mal ein bisschen Platz für den Opa. Ich sag euch, wie wir das zu meiner Zeit gemacht haben. Du Hanna, was macht denn dein Opa da? Das frage ich mich gerade auch. Soll das ein Handstand werden? Das wird der Schrift-Schrift-Provokator. Opa, das musst du mir auch beibringen. Ich wusste ja nicht, dass du Breakdance kannst. Also bitte. Früher war das einfacher. Ich kann nicht mehr. Kinder feiert weiter. Also, wie klingelt das doch irgendwo? Wo ist das Telefon? Hallo? Kinder, einmal die Musik leiser oder komplett aus. Ich muss einmal das Telefon. Was ist euer Ernst? Ihr kommt jetzt schon wieder? Aber... Oh, ja, gut, okay. Okay, Kinder, wir haben ein kleines Problem. Die Party ist vorbei. Eure Eltern kommen, ja. Oh, nein. Oh, nein. Also, die Party war richtig cool, aber leider viel zu kurz. Naja, vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen länger. Ich fand die Party auch ziemlich cool. Und endlich konnte ich mal wieder mit dir tanzen, Hanna. Ja, der fand ich auch toll. Okay, Kinder, die Gäste sind jetzt weg. Ja, und jetzt sind wir ein Team. Wir müssen hier alles wieder wegräumen, wie es vorher war. Okay, machen wir. Schnell, schnell. Opa, okay, los. Du kannst auf uns zählen. Was sollen wir machen? Wo sollen wir denn anfangen? Hallo, wir sind wieder da. Na, wie geht's den Kindern? Waren sie brav? Ach, hallo ihr beiden. Ihr seid aber früh wieder da. Na, wie war denn die Party? Also bei uns war nicht so viel los. Wir haben ein bisschen Memory gespielt und dann waren die Kinder schon müde. Also mehr nicht.